Ja, herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Heute mit dem dritten Teil. Und zwar mit dem dritten Teil, wer macht was? Wir haben vorhin darüber gesprochen, welche Funktionen es gibt. Also ich empfehle euch, das ruhig der Reihe nach anzuschauen, weil es baut aufeinander auf. Hier erstmal die Grundlagen, taktische Zeichen und so weiter. Mit den taktischen Zeichen arbeiten wir dann. Im zweiten Teil haben wir darüber gesprochen, wer macht was im Löscheinsatz? Und wir gehen jetzt mal auf den Unterschied ein, wenn wir eine Hilfeleistung haben oder eine technische Hilfeleistung. Klassischer Fall ist ein Verkehrsunfall. Was da für ein Unterschied ist. Okay? Das heißt, wir steigen jetzt mal kurz ein und schauen uns mal an. Typische Situation, Alarm geht, es ist Alarm und die Gruppe macht sich bereit. Ne? Das ist das Auto von oben, das sind die Sitzplätze, die frei sind und es setzen sich alle aufs Auto. Ihr wisst das, es gibt auch ein Video dazu, wie die Verteilung ist im Fahrzeug. Ne? Und man sitzt so auf, wie man es gelernt hat. Blau Wassertrupp, gelb Schlauchtrupp, Angriffstrupp, Melder, Gruppenführer, Maschinist ist der Fahrer. Ne? Und man sitzt auf dem Auto und man ist gedanklich natürlich bei einem Brandeinsatz. Okay, Brandeinsatz, in den letzten Teilen haben wir darüber gesprochen. Das heißt, man hat irgendwie ein Gebäude, was hier brennt. Man sieht, das ist ein Feuerbrand mit dem taktischen Zeichen, diese Dreiecke. Es ist ein Feuerbrand und man hat diese Gliederung, dass zum Beispiel der Wassertrupp, also der eine setzt das Standrohr vom Wassertrupp, der andere setzt die B-Leitung mit, der Maschinist ist für die Pumpe zuständig und der Schlauchtrupp, ich habe ihn immer Servicetrupp genannt, Schlauchtrupp unterstützt den Angriffstrupp bei der Wassernahme, also beim Löschangriff. Entschuldigung, ne? Also Schlauchtrupp ist mehr Appenverteiler und der Angriffstrupp und Wassertrupp, Maschinist sind sozusagen vor dem Verteiler. Ne? So, und gedanklich ist man darauf eingestellt, man sitzt auf, ist Alarm, hat sich umgezogen, eingekleidet, man sitzt auf dem Platz. Ich bin jetzt Wassertruppführer, was machst du dann? Ne? Okay, man ist gedanklich irgendwie in diesem Szenario und plötzlich ändert sich alles. Das heißt, plötzlich ist nicht diese Situation, sondern man hört über den Funk plötzlich Verkehrsunfall, kurz VU. Und jetzt sitzen die alle auf dem Auto und auf einmal ändern sich die Gesichter so in was muss ich denn jetzt machen? Okay. Was ist ein Verkehrsunfall? Also es gibt viele Arten von technischen oder von Hilfeleistungen allgemein. Darunter fällt Kerze im Baum, Schachtrettung, alles, was eigentlich mit Löschen zu tun hat. Ne? Und was euch dann noch einfällt, irgendwelche Tiere retten aus dem Fluss und was weiß ich. So, jetzt kommen wir aber dazu. Verkehrsunfall, das Beispiel werde ich mal kurz ansprechen. Es ist nur ein Vorschlag, ja? Verstehe es nicht falsch. Also ich beziehe mich immer schon ein bisschen auf die FEDV3. Die lässt natürlich viel Spielraum für Interpretation. Ne? Also macht es so, wie ihr es gelernt habt, aber vielleicht ein paar Anregungen. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Okay, Hilfeleistungseinsatz. Das heißt, Verkehrsunfall. Da ist ein Baum, da kommt ein Auto, broch. Ne? Man sieht vorne Auto matsch, Person nur leicht eingeklemmt. Ne? Gut. Ihr wart ja gedanklich eben gerade beim Brandeinsatz. Das war das. Und jetzt habe ich eine gute Nachricht für euch. Im Grunde genommen, ne? Hier ist ein Wassertruppenmitglied. Im Grunde genommen ist der ganze Aufbau, bleibt so, die Leute bleiben so bestehen. Wassertrupp und der Maschinist sind mehr so im hinteren Teil und der Schlauchtrupp unterstützt den Angriffstrupp. Das ändert sich jetzt nicht. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt den Verkehrsunfall mal da einblende, sieht man auf einmal, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ne? Hier ist das Auto, hier ist das PKW, der Angriffstrupp ist vorne der Schlauchtrupp und hier noch den Wassertrupp. So, natürlich steht der Wassertrupp ist ein bisschen unsortiert. Ich würde jetzt mal den Wassertruppführer da hinten zur Verkehrssicherung schicken, das Wassertruppmitglied auch zur anderen Seite. Und der Maschinist geht natürlich zu seinem Feuerwehrauto. Ne? Hier sieht man 1110 Feuerwehr-Willi nach Norm. Ne? So, das heißt, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Ne? Dieses Bild, also genau wie vorher, Schlauchtrupp und Angriffstrupp gehören zusammen. Der Wassertrupp macht erstmal irgendwelche anderen Sachen, die aber auch nicht ganz unwichtig sind. Ne? Okay, oder ich erkläre es mal ganz kurz, warum das wichtig ist, dass der Wassertrupp auch die Verkehrssicherung macht. Ne? Also der Angriffstrupp ist erstmal dafür da, um erstmal die Person schnell zu retten. Ne? Wie auch im Brandeinsatz, wenn jemand auf dem Balkon steht, flitzt der Angriffstrupp los in die Richtung. Ne? So. Und der Wassertrupp, das ist nämlich ganz wichtig, dass der Verkehr gesichert wird, denn was nützt es, wenn wir hier der Person helfen und es ist zum Beispiel Glatteis oder irgendwas ist kaputt und die nächsten Autos ballern hier uns eine Reihenweise rein oder mähen uns um, da ist keinem mit geholfen. Das heißt, das ist das Zweitwichtigste,
zu verhindern, dass jetzt noch mehr passiert. Das heißt, der Wassertrupp ist sozusagen der Prio 2-Auftrag, mach mal schnell Straße zu. Oder ne, wenn hier Glatteis ist, mal ganz weit schon mal winken, fahrt bloß langsam. Ne? Das ist nie selten, dass da, oder gerade Autobahn, ja, diejenigen, die an Autobahn wohnen, wissen, was da für ein Gefahrenpotenzial steckt im Straßenverkehr. Also ganz wichtig, Verkehrssicherung, was der Wassertrupp macht. Ne? Das ist sozusagen einer der ersten Sachen, die mitlaufen muss. Ne? Okay, der Maschinist, jetzt, wo ich gerade sehe, wenn der natürlich schon ankommt, sichert er auch schon die Einsatzstelle schon mal so ein bisschen. Aber Prävention, verhindern, dass noch mehr passiert, ist zweitwichtigste Aufgabe. Ne? Wir müssen auch an unseren Eigenschutz denken. Und wir müssen erstmal an uns denken und dann den Personen helfen. Ne? Okay. Ich versuche das jetzt mal der Reihe nach durchzugehen. Fangen wir mal mit dem Maschinisten an. Der Maschinist ist wie immer der Fahrer und bedient die Aggregate. Man ist nicht mehr die Pumpe bei so einem Einsatz normalerweise, das sei natürlich, das Auto brennt, aber er bedient die Aggregate. Dann sichert er die Einsatzstelle mit dem, also mit dem Löschfahrzeug, mit dem LF10, was ich vorhin gezeigt habe zum Beispiel, hat Warnblinkanlage an, Licht ist an, auch am Tag, Licht an, Blaulicht immer anlassen. Ne? Und wenn ihr das schon mal habt, habt ihr schon mal den ersten Schritt zur Sicherheit getan. Ne? Wenn der Maschinist, damit fängt das Ganze schon mal an. Das muss schon mal klappen. Das muss selbstverständlich sein, dass alle Lichter an sind. Ich sehe es immer wieder, dass das leider irgendwie Strom gespart wird bei manchen Fahrzeugen. Unnötig. Auto laufen lassen, ne? Weil Funk läuft, weil und so weiter. Gut, wisst ihr. Soll ja nur eine kleine Auffrischung werden. Der Melder ist immer, ich sag mal, der Schatten des Gruppenführers, bleibt immer in der Nähe und ist für Unterstützungs- oder Erkundungsaufgaben einzuteilen. Ne? Aber das entscheidet dann der Gruppenführer, wo jetzt die höhere Priorität ist. Ne? Lagefeststellung, ist ein Pkw verunfallt oder drei Pkws, dann hilft der Melder natürlich mit zu gucken, wie ist denn die Lage, wo müssen wir denn als erstes hin? Wer ist denn als erstes gefährdet, dass er vielleicht diesen Unfall nicht mehr gut übersteht? Ist es der, der am lautesten schreit oder vielleicht gerade der, der nicht mehr schreit? Ne? Denkt mal selber drüber nach. Und natürlich Betreuung von Personen. Betreuung von Personen ist ein wichtiges Thema, da komme ich gleich nochmal separat zu. Nur mal so ganz grob. Melder, Schatten vom Gruppenführer, Maschinist ist erstmal am Fahrzeug, der da die Hose anhat. Ne? Gut. Kommen wir mal zum Angriffstrupp. Der Angriffstrupp strahlt schon hervor, ist die erste Aufgabe retten, wie immer. Ne? Der rettet. Also auch nur FDV3. Ich empfehle, wenn er absitzt, gleich Feuerlöscher und Verbandskasten mitzunehmen. Weil wenn man da ist und feststellt, dass man es braucht, ist es schlecht, wieder wegzugehen. Ne? Nimmt das gleich mit. Feuerlöscher, auch wieder Eigenschutz und natürlich Schutz der Person im Pkw. Wenn das Fahrzeug Betriebsmittel auslaufen und es droht, wo ist die Gefahr eines Brandes da, ist es schön, wenn man den Feuerlöscher gleich griffbereit hat. Ne? Okay. Je nach Lage natürlich Eigenschutz beachten. Ne? Brauche ich ein PA-Gerät? Ne? Also muss ich mir die ganze Presshofarbe und sowas alles aufsetzen, weil es da so extrem qualmt. Unterschätze nicht die giftigen Gase bei einem Pkw-Brand. Wenn man da nicht rangeht, sollte man niemals ungeschützt sein. Ne? Okay. Also Eigenschutz nicht vergessen, wie immer. Ne? Also er rettet und Erstversorgung der verunfallten Person. Das kann auch vielleicht sein, auch wenn er noch gar nicht befreit ist, sondern im Pkw sitzt, dass man ihn vielleicht da irgendwie erstmal erst versorgen kann. Ne? Erstversorgung heißt nicht immer gleich erstmal rausschneiden. Okay, dann steht hier Erste Hilfe oder überhaupt Hilfe der Person. Muss nicht mehr Erste Hilfe sein. Wenn er bei Bewusstsein ist, reicht es auch, die Hand zu halten. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Okay. Und der Gruppenführer wird sich ganz genau mit dem Rettungsdienst abstimmen, wer jetzt als nächstes raus muss. Ne? Genau, und dann macht der Angriffsmann natürlich die technische Hilfe. Das, was wir alle kennen. Ne? Öffnet das Fahrzeug, Schere, Spreizer. Oder sichert das Fahrzeug erstmal. Schutz von uns und von den Unfallbeteiligten wieder. Position und Lage habe ich extra geschrieben. Ne? Die Lage, die taktische Lage kann sich verschlimmern, wenn das mal den Abhang runterrollt. Ne? Position ist Wegrutschen, auch sowas gemeint. Lage liegt gerade schräg, kannst auf dem Dach fallen. Was, ne? Drüber nachdenken, was passiert, wenn ich hier vielleicht jetzt schneide, kann die ganze Statik sich verändern. Aber so tief steigen wir jetzt nicht ein. Ne? Aber da seid ihr ausgebildet, das weiß ich. Okay, der Angriffstrupp rettet. Und wie gesagt, mein Tipp, Feuerlöscher und Verbandskasten gleich dabei. Ne? Ist ein schneller Griff im Löschfahrzeug. Schnell hin und dann los. Ne? Gut,
Das war erstmal zum Retten anderer Personen. Dann brauchen wir unseren Wassertrupp, auf den wir uns alle verlassen, weil der Wassertrupp sichert uns alle, den Verunfallten und die Einsatzkräfte. Das heißt, er rüstet sie aus mit Warndreieck, Winkerkelle, ne, und sichert die Einsatzstelle. Okay? Wichtig, ganz wichtig, wird oft vernachlässigt. Optional Blinkleuchten und Verkehrsleitkegel zur besseren Absicherung, also wenn es zum Beispiel neblig ist, dunkel, Regen, Starkregen. Ich habe aber mitgebracht, was wir zum Beispiel auch haben, müsst ihr deshalb nicht kaufen, aber nur als Tipp, so in der Nacht sind diese Dinger nicht schlecht. Ihr sollt damit nicht den Verkehr regeln wie im Flughafen, aber um auf sich aufmerksam zu machen von Weitem und man kann trotzdem gut leuchten, ne, ist das nicht schlecht. Okay, also Wassertrupp sichert in erster Linie. Danach, wenn das erstmal gesichert ist, wie gesagt, wenn er sichert nochmal, ist vielleicht auch ein MTW mit zur Straßensperrung nutzen. Ne? Ihr müsst aber immer dran denken, dass das Auto, der Autofahrer, der gerade zur Arbeit will, nicht weiß, dass da ein Unfall ist und kommt um eine Kurve und erlebt auch immer sein blaues Wunder, dann muss man ihm auch die Chance geben zu reagieren. Das heißt, Warndreieck innerhalb einer geschlossenen Ortschaft 100 Meter, außerhalb der geschlossenen Ortschaft 200 Meter von der Gefahrenstelle weg. Also er muss Zeit haben, sein Handy, was er natürlich nie in der Hand hat, erstmal wegzulegen, zu bremsen. Ne? Okay. Gut, Wassertrupp sichert und steht danach für andere Aufgaben zur Verfügung. Also wenn der fertig ist, ist klar, wird er gebraucht. Ne? Gut. Dann der Schlauchtrupp. Ähnlich wie beim Brandeinsatz ist der Schlauchtrupp jetzt der unterstützende Trupp. Das ist der, der den Angriffstrupp unterstützt. Ne? Wenn der also entnimmt, und bereitet die technischen Geräte vor für den Angriffstrupp. Ne? Das heißt, wenn die Schere Spreizer machen, muss die Hydraulik vorbereitet werden und so weiter. Die Schlitten raus, Maschinist hilft auch mit, die alles in Stellung bringen, vielleicht ums Auto rumtragen und sowas. Ein bisschen Schlauchreserve auch da berücksichtigen. Ne? Betreibt die Aggregate. Wie gesagt, unterstützt den Angriffstrupp. Wichtig aber, sollte der Angriffstrupp zum Beispiel durch Personenbetreuung, weil der Angriffstrupp wird nicht sagen, ja, bleiben Sie mal hier, ich komme gleich wieder. Ist klar, der ist eingeklemmt, der bleibt da eh. Das macht er natürlich nicht. Der Angriffstrupp bleibt bei der Person. Also wenn man erstmal einen Verletzten hat, hat man den, bis die Sache geklärt ist. Man kann nicht sagen, ich komme gleich wieder. Das ist schlecht. Ne? Also sollte Angriffstrupp verhindert sein durch zum Beispiel Betreuung von verletzten, verunfallten Personen, dann übernimmt der Schlauchtrupp die Aufgaben des Angriffstrupps. Okay, dann ist der Schlauchtrupp, der den zweiten Versuch mit dem zweiten Rohr startet quasi und versucht, die Person zu retten oder freizuschneiden und so weiter. Ne? Also ist der Angriffstrupp gebunden, ist der Schlauchtrupp dran. Steht auch so in der Feuerwehrdienstvorschrift. Okay. Dann in der Feuerwehrdienstvorschrift gibt es eine Bereichsdefinition, die will ich euch mal ganz kurz erklären. Also ihr müsst euch vorstellen, hier das Fahnenkreuz ist jetzt da, wo der Unfall ist. Okay? Das ist die Gefahrenstelle. Da ist erstmal eine Gefahr. Übrigens über Gefahren sollte man sich vielleicht auch Gedanken machen, wenn ein Pkw verunfallt. Ne, was für Gefahren lauern denn da? Ne? Natürlich für die Insassen, dass es denen nicht mehr länger gut geht. Und es kann auch sein, dass wir Explosionsgefahren sind oder Hybridfahrzeuge, gasgetriebene Fahrzeuge. Ihr wisst, worauf ich anspielen will, ist halt eine Gefahrenstelle. Ne? Und über manche Sicherheitsabstände macht sich der Gruppenführer bestimmt Gedanken. Oder wie man vorgeht. Oder wenn er vielleicht einen Angriffszone nochmal einen Tipp gibt, denkt dran, Batterie ab und so weiter. Ne? Also dran erinnern kann man immer im Einsatzfall. Aber nur, dass ihr wisst, zur Bereichsdefinition, das ist die Gefahrenstelle, ist das Fahnenkreuz. Daraus ergibt sich so ein Kreis, das sieht man vielleicht jetzt etwas schlecht, das ist sozusagen der Arbeitsbereich. Also in diesem Bereich, um die Gefahrenstelle herum, wird gearbeitet, da hat kein anderer was zu suchen. Da sind nur die Leute beteiligt, Rettungsdienst lassen wir da natürlich mit rein, wenn der erst versorgen muss, aber das ist der Bereich, wo wir hier ganz hart am Arbeiten sind und keine andere Person da im Weg rumnerven soll. Ne? Okay. Außenrum gibt es einen anderen Bereich, den nennt man Absperrbereich. Das ist der Bereich, wie wir die Einsatzstelle absichern. Okay. Und da ist das halt so geregelt, dass wir zwei, ich sag mal, Schleusen bilden. Und zwar habe ich die Pfeilexer reingesetzt. Hier geht was rein, da geht was raus. Aus dem Arbeitsbereich. Ne? Also hier geht natürlich das Material rein, was ich brauche, eine Ablagefläche für die Einsatzmittel. Wenn ich die Schere brauche, liegt da der Spreizer schon bereit. Ne?
oder was ich noch sonst auch an technischen Hebelgeräten brauche, kann man da alles bereitlegen. Das sozusagen an der Grenze zum Arbeitsbereich, ne, legt man das ab. Und auf der anderen Seite hat man den Bereich, wo man die rausgeschnittenen Teile und so weiter das ablegt. Das sollte man natürlich nicht auf einer Fläche machen. Ne? Ordnung auch im Einsatzfall erleichtert einem auch später schnell zu sein und geordnet professionell zu helfen. Ne? Das heißt, hier ist die Ablagefläche für aus dem Arbeitsbereich entfernte Gegenstände. Ne? Okay. So sieht man es ungefähr in der Theorie, also in FEDV3 auch. Das kann aber in der Praxis auch so aussehen, wie den Unfall von vorhin. Ich habe hier das Feuerwehrauto, hier das PKW, ein PKW, der gegen den Baum gefahren ist. So, Feuerwehrauto steht hier. Und ich möchte jetzt mal kurz die Bereiche einzeichnen, die ich persönlich für mich definieren würde. Und zwar hätten wir erstmal den Absperrbereich. Man sieht auch hier schon, ich habe hier ein paar Hütchen hingestellt, symbolisch, wo die Straße gesperrt wird. Auf der anderen Seite auch Warndreiecke natürlich weit genug weg, in beide Richtungen, passt jetzt hier nur nicht auf die Folie. Genau, also Verkehrssicherung, denke ich, sollte die alle beherrschen. Im Zweifelsfall immer zumachen die Straße, empfehle ich. Und hält auch schaulustige Fern, das ist ja leider auch ein Thema, was uns beschäftigt. Aber wie gesagt, absperren, und wenn eine Straße ist, die eine Umleitungsmöglichkeit auch gleich ergibt, dann bis zur Straße gleich sperren, dann können die 500 Meter von der Einsatzstelle auch einen anderen Weg gleich fahren. MTW quer hin, zumachen, fertig. Ne? Okay. Aber wie gesagt, zu dem Bereich nochmal, also der Bereich, der das Gröbere umfasst, ist der Absperrbereich. Dann der Bereich um den PKW herum, der direkt in direkter Nähe ist, ist jetzt nicht rund, ne, ist jetzt hier halt der Lage angepasst, ist ein bisschen oval. Ne, und da würde ich jetzt hier den Bereich empfehlen, hier die Ablagefläche, weil es in Fahrzeugnähe ist. Das würde automatisch, würde man die Sachen, die ganzen Hydraulikgerätschaften hier ablegen. Und was ich nicht mehr brauche, oben weg raus. Okay? Das heißt, da die Sachen rein, da die Sachen raus. Meine Variante. Dementsprechend könnt ihr jetzt auch das Personal verteilen. Ich würde jetzt, Wassertrupp natürlich losschicken, der uns alle sichert. Da ist unten ist noch einer, ein Wassertruppführer. Der Maschinist bedient natürlich die Aggregate, gibt Druck auf die Ölleitung. Angriffstrupp ist direkt vorne und der Schlauchtrupp ist irgendwo hier zwischen. Ne? Der hilft den Angriffstrupp, was sie halt brauchen. Ne? Also Schlauchtrupp ist da wirklich auch da der Servicetrupp in erster Linie. Okay? Das war eigentlich schon das Komplizierte am Verkehrsunfall. Ne? Je nach Lage ist natürlich, wenn man natürlich auf eine Straßensperrung verzichten kann und den Wassertrupp zur Verfügung hat, gleich mit einsetzen, klar. Ne? Je mehr Leute man zur Verfügung hat, desto besser. Aber das ist erstmal so die Musterlösung, wie ich sie interpretiere. Okay, dann habe ich noch ein paar Tipps, die ich mitgeben möchte an der Stelle. Natürlich, der wichtigste Tipp ist immer an euch selber zu denken. Und möglichst effektiv und sich vorher über manche Sachen Gedanken machen, die auftreten können. Nicht erst am Einsatz anfangen zu lernen. Ne, da müssen wir eigentlich das Wissen abrufen. Aber deshalb habe ich einen Tipp für die Melder vielleicht von euch oder auch der Trupp, der gerade Zeit hat, vielleicht einfach die Erinnerung, habt ihr an alles gedacht? Also Verkehrsunfall, Klassiker, mal einen Kofferraum aufgemacht. Wird da gerade die Katze transportiert vielleicht? Geht es da vielleicht auch nicht gut? Tierrettung? Machen wir auch, ne? Hinter den Sitzen, auch schon erlebt, dass ein kleines Kind nicht angeschnallt war und hinter einem Beifahrersitz unten drin lag, das sah man erst nicht. Also komplett, macht euch die Zeit, ne? Komplett erkunden, ums Auto rum, ins Auto rein, von allen Seiten. Okay? Man wundert sich, wie Leute Sachen transportieren. Vielleicht ist ja auch verstecktes Gefahrenpotenzial im Kofferraum. Gar nicht weiter darauf eingehen. Nur drüber nachdenken. Und Personen ständig betreuen. Ne? Man soll nie unterschätzen, was ein Schockpatient alles kann. Was er auch für Kräfte entwickelt, wenn der sich losreißen will. Der ist natürlich nicht Herr der Sinne. Ne? Das ist ein Schockpatient ist gerade nicht er selbst. Ne? Ich habe geschrieben, Schockpatienten können alles. Vermeidet einen Schock. Habe ich euch auch mal kurz hingelegt. Das haben wir auf dem Auto. Das hat uns mal unser Expert Marc in der Nähe geschenkt. Kuscheltiere haben wir ein paar. Die haben wir immer auf dem Fahrzeug liegen. Wenn kleine Kinder dabei sind, ich glaube, sowas Kleines, überhaupt nicht kostspieliges, da nochmal schönen Dank für,
kann wirklich dem Kind den Tag retten. Ne? Und zum Thema Schock möchte ich euch kurz mal was zeigen. Ich habe es gerade noch mal kurz gegoogelt und da sind einfach die ersten beiden Treffer, die ich hatte, wenn man mal Schock eingibt bei der Suche. Sollte man nicht unterschätzen. Schock, was da so ist, ist schon schockierend. Und man sieht hier, die Quelle ist hier Ärztezeitung, habe ich gesehen, dass der Schock komplett unterschätzt wird. Ne? Wie viele Leute, wie viele Millionen Menschen jährlich, hier steht 5 Millionen Menschen sterben pro Jahr allein durch Schock. 5 Millionen Menschen. Ne? Oder hier auf der T-Online-Seite hatte ich was gefunden. Autofahrer überfährt Radfahrer und stirbt an Schock. Muss man sich mal vorstellen. Ich meine, dass das schlimm ist, keine Frage. Aber dass der Fahrer einfach mal stirbt an einem Schock, der hat sonst nichts. Unterschätzt bitte nicht einen Schock und betreut bitte die Person komplett. Ne? Und vermeidet einen Schock. Und auch wenn ihr was seht und die sind verunfallt, bitte sagt ihr nicht, alter Schwede, das wird nichts mehr. Ihr sollt natürlich auch nicht positiv lügen, aber dann sagt lieber gar nichts. Ne? Vermeidet einen Schock. Beruhigend. Ne? Und auch Angehörige, das ist ja auch das Schlimme an diesen Gaffern. Wenn die irgendwas posten bei Facebook und auf einmal sieht man sein Kennzeichen, Auto total zerschnippelt, denkt man, oh Gott, da fallen die Leute zu Hause mit dem Schock um. Und vielleicht war es ja gar nicht so schlimm. Ja gut, zum Thema Gaffer will ich jetzt hier nichts sagen. Eine wichtige Sache, die mir auch noch wichtig ist, Eigenschutz nochmal. Ich kann es nicht oft genug sagen. Eigenschutz gibt es für mich dreimal. Vor dem Einsatz, während des Einsatzes und danach. Okay? Und da seid ihr mir ganz wichtig, dass ihr vorher euch erkundigt, zum Beispiel, kenne ich die Person, die verunfallt ist? Soll ich dann vielleicht wirklich mit? Bin ich dann wirklich eine ruhige Hilfe? Oder bin ich vielleicht vor dem Einsatz, also bei mir im Gebiet kann ich nur sagen, ab einem gewissen Alter macht man bei uns erst nicht so schöne Einsätze mit. Den Jüngeren lasse ich noch länger ein schönes Leben, schöne Träume. Also das sollte man sich vor dem Einsatz darüber Gedanken machen, wem ich überhaupt was machen lasse. Okay? Und ob ich selber das möchte. Wenn ich selber merke, das will ich jetzt gerade nicht, ist es ein Zeichen von Stärke. Deine Stärke, wenn du sagst, Gruppenführer, möchte ich nicht. Sei mir nicht böse. Da braucht man also gar nicht mehr weiterreden. Dann sagt er, klar, danke, gut, dass du es gesagt hast. Also ein guter Gruppenführer versteht das. Sagt, danke, super, bitte. Ne? Nehmt euch selber aus dem Rennen, wenn ihr merkt, ihr könnt es nicht. Das habt ihr keinem mitgeholfen und euch schon gar nicht. Während des Einsatzes darauf achten, welche Gefahren es gibt. Was ich eben schon sagte, immer mehr Elektrofahrzeuge, Hybrid, ne? Irgendwelche super Hochspannungs- oder Hochstromfahrzeuge, Explosionsgefahren, gefährliche Güter, die geladen sind. Ne? Nur mal zum drüber nachdenken. Und jetzt kommt noch was, was viele, denke ich, unterschätzen. Nach dem Einsatz, wie gehe ich damit um oder wie gehst du damit um, dass du so einen Einsatz mitgemacht hast? Ich weiß selber, manchmal gehen sich hier auch Fragen durch den Kopf, wo man sagt, oh, das muss ich ja jetzt machen, ne? Ist ja kein anderer hier. Feuerwehr ist ja meistens das Ende der Kette. Ist eine Erkenntnis, die nicht immer so richtig schön ist, ne? Dass man da selber jetzt die tolle Aufgabe hat, sich darum zu kümmern. Ne? Oder wer eine Bahnstrecke hat. Ja, ich möchte aber ganz kurz mal einen Einsatz kurz beleuchten. Und zwar geht es mir da um die Nachsorge des Einsatzes. Das war jetzt ein Unfall, der war bei uns Januar 2015, da war ich selber auch Einsatzleiter. Das war in der Hatz. Und Herr Lunitz hatte da auch das Foto für uns gemacht. Und das war jetzt nach dem Einsatz. Man sieht hier allgemein, was ich vorhin sagte, auch, dass wir einen Ablageplatz hatten. Das war alles ordentlich, die Teile, die wir rausgeschnitten hatten, lagen alle zusammen. Der Verunfallte ist leider schon bei der Ankunft eigentlich schon verstorben. Aber bei diesem Foto geht es mir um was anderes. Und zwar um das hier. Ich weiß nicht, ob man das richtig erkennt, das ist jedenfalls eine Kerze. Und Gott sei Dank hatte ich, und das werde ich auch jedes Mal wieder machen, zu dem Einsatz gleich einen Seelsorger hinzugerufen. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Und wir haben uns dann mit den Einsatzkräften, zusammen mit dem Seelsorger, mit einem Gebet von dem Verunfallten verabschiedet, alle Mann, also Helm ab und einen Ruhemoment nach dem Einsatz gesammelt. Und das hat mir und den anderen, habe ich hinterher auch gehört, sehr geholfen, den Einsatz zu verarbeiten. Also denkt an die Nachsorge, wir haben eine Seelsorge. Es ist kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil, damit kann man das viel menschlicher abhaken, den Einsatz, und wieder zurück in den Alltag. Okay? Super. Ja, ich hoffe, ich konnte die
Fragen beantworten, die es so gab zu der FEDV3 und zu den Abläufen, wer was macht. Ich freue mich immer über ein Gefällt mir und über die netten Kommentare nochmal. Schönen Dank. Und ja, das von meiner Seite. Ich will Sie in die Länge treiben. Euer Feuerwehr-Willi. Ne? Bis dann. Tschüss.